Der Freitag in Franken. Willkommen zu unserem Rundumblick. Und da beschäftigt uns auch heute das Thema Impfen gegen Corona nochmal. Auch wenn noch nicht klar ist, wann genau die Notfallzulassung erfolgt und wie der Einzelne darauf reagiert, hat sich Gesundheitsminister Jens Spahn heute gemeinsam mit bayerischen Politikerinnen und Politikern auf den Weg nach Nürnberg gemacht, um das Impfzentrum zu besichtigen, das derzeit im Messezentrum eingerichtet wird. Auch wenn sich die Experten da immer noch uneinig sind, ob und wie gefährlich eine Übertragung des Coronavirus über Schmierinfektionen ist, eine gewisse Hygiene kann auch in normalen Zeiten nicht schaden. Gerade was Gegenstände angeht, die von vielen Menschen kurz nacheinander angefasst werden. Einkaufswägen zum Beispiel im Supermarkt. Ein Erlanger Unternehmer für Gebäudereinigung hat jetzt ein Gerät entwickelt, das die Wägen desinfiziert. In Herzogenaurach ist es schon im Einsatz. Keine Filmszene. So sah es gestern am späten Abend im Nürnberger Stadtteil Großgründlach aus. Ein Wohnhaus stand in Flammen. Wahnsinn. Sternstundentag im BR. Da wollen wir in der Frankensch aktuell natürlich auch ein Projekt vorstellen, das mit Hilfe Ihrer Spenden unterstützt wird. In Buckenhof bei Erlangen, da leben rund 40 Kinder auf dem Puckenhof. Das ist ein Gelände. Ja, Unterstützung für die Sternstunden kommt auch heuer wieder von vielen Seiten und auf die unterschiedlichste Art und Weise. Auch die gute alte Handarbeit hat in Corona-Zeiten wieder Konjunktur. Eine Theatergruppe aus Langfurt im Landkreis Ansbach zum Beispiel, der derzeit nicht Theater spielen kann, hat sich stattdessen aufs Stricken verlegt. Welcher Baum darf es denn sein? Ein paar Anregungen haben wir diese Woche ja schon bekommen. Die meisten suchen sich ihr Exemplar vor Ort beim Händler aus oder schlagen ihren Weihnachtsbaum sogar selbst. Aber auch die Online-Bestellung wird immer beliebter. Und dabei sind Bio-Tannenbäume aus dem Spessart sehr begehrt. Absolut bio, auch unser Wetter, Natur pur. Und die macht, was sie will. Jürgen, wie schaut's aus am Wochenende? Danke, Jürgen. Unser letzter Blick für heute, der führt uns noch mal die faszinierende Seite der klirrenden Kälte vor Augen. Dank an Eva Endres und Winter auch ganz gut, oder? So, und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal ein farbenfrohes, möglichst fröhliches Wochenende. Lassen Sie den Kopf nicht hängen wie der Sonnenhut hier in der Mitte. Und nicht vergessen, heute Abend 20.15 Uhr die große Sternstundensendung mit meiner Kollegin Sabine Sauer und Volker Heißmann. 20.15 Uhr geht los bei uns im BR Fernsehen. Wir sehen uns vielleicht demnächst noch vor Weihnachten. Bis bald in Franken.